jetzt wird's spannend, weil unser nächster Gast ist mit Mitte 20 der jüngste Händler in der Sendung Bares für Rares. Eine Sendung, die ganze Fangruppen hat. Und als die Sendung, Millionen. Und als es 2013 losging, war er sogar erst 21 Jahre alt und verblüfft mit seinem Wissen, wenn es um Nippes geht, wenn ich das so sagen darf, und um dieses also Schmuck und Antiquitäten und allerlei. Freuen Sie auf Fabian Kahl, meine Damen und Herren. So. Fabian, eigentlich hat man deinen Vater gecastet für die Sendung. Ja. Wie kam es zum Wechsel? Die brauchten wahrscheinlich ein jüngeres Gesicht. Und Vater war sofort einverstanden, hat gesagt... Ja, er war ein bisschen skeptisch. Also es lief so, ich war halt auf dem Leipziger Flohmarkt, so wie immer. Schon seit ich 5 bin, gehen wir da hin und wir verkaufen. Und ich habe das so von klein auf mit aufgesogen, dieses ganze Flohmarkt-Feeling. Und dann kam eben ein Kamerateam auf uns zu und meinte zu meinem Vater, wir suchen gerade Leute für eine neue Sendung. Im ZDF soll es stattfinden, wir wissen noch nicht wer, wie, ist alles noch ein bisschen in der Schwebe. Aber wenn Sie Lust haben, dann sagen Sie mal 5 Sätze in die Kamera, stellen Sie sich vor und dann suchen wir das aus. Und wir hatten gerade das Casting gemacht und wollten eigentlich schon wieder fast einpacken. Da haben Sie mich dann im Hintergrund gesehen zu meinem Vater und ich habe im Hintergrund den Stand geschmissen und habe einiges verkauft und die Leute beraten. Und ich glaube, es kam irgendwie... Die sagten es war sehr interessant, genau, jemanden zu sehen mit abrasierten Haaren, Piercings. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es fürs ZDF in Frage kommt. Sind jünger, absolut. Aber auch ich musste mich oder wollte mich vorstellen. Ich war total überrascht darüber und habe auch überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass jetzt so ein junger Mensch da in die Sendung kommt. Aber tatsächlich dann aus 150 Kandidaten 5 ausgesucht für die erste Sendung und ich war dabei. Haben deine Deine Händlerkollegen waren alle älter oder sind alle älter. Haben die dich gleich von Beginn an ernst genommen oder gab es da Vorbehalte? Ja, es ging. Also wir waren jetzt nie auf Kriegsfuß, aber ich wurde natürlich schon beäugt. Also ein bisschen. Wenn da so ein Ludwig kommt mit 50 Jahren mehr Berufserfahrung als ich. Und auch konservativer gekleidet. Ja, wobei Ludwig ist überhaupt nicht konservativ. Stimmt. Cooler aber, Typ. Abwohl der Hund. Ja. Abwohl der Hund. Wie kommt es, dass du in jungen Jahren schon so eine Neigung hattest für antike Kostbarkeiten? Ich glaube, ich habe das in der Wiege schon mit aufgesogen. Also ich lag schon in der Biedermeier-Wiege, damals im Elternhaus. Und da stieg wahrscheinlich so diese antiken Dämpfe. Hoffentlich war sie nicht schwarz, so ein bisschen bunt. So. Nein, sie war Vogelaugen-Ahorn, da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Vogelaugen-Ahorn, also so beige. Vogelaugen-Ahorn, hast du als Kind, als Baby schon gemerkt, ich liebe ihn. Hallo. Vogelaugen-Ahorn. Aber dein Vater war oder ist Antiquitätenhändler gewesen. Was hast du so als Kind von diesem Beruf mitbekommen? Wie hast du das erlebt als Kind? Ich habe das überhaupt nicht so erlebt, als würde ich mich jetzt beruflich bilden. Das war einfach ein spielerisches Lernen. Mein Vater hat mich überall mit hingenommen, in Museen. Er hat jetzt nie mit dem Zeigefinger gezeigt, du musst jetzt das und das machen und du musst da und da aufpassen und so weiter. Sondern ich habe Interesse gehabt. Ja. Ich habe Stunden in der heimischen Bibliothek verbracht, die gleichzeitig das Schlafzimmer meiner Eltern war. Und wenn ich da durch war, waren alle Bücher auf dem Boden, nur nicht mehr im Regal. Und ich irgendwo dazwischen, man musste mich dann immer suchen. Und dann habe ich das, was ich da gelesen habe, natürlich auch versucht, im Museum anzuwenden und bin mit meinem Vater da durchgegangen. Ganz viele Schlösser. Ich war wahrscheinlich gefühlt auf jedem Schloss in Deutschland 2-mal. Habe unheimlich viel gesehen und natürlich einen Vater gehabt, der ganz viele Sachen auch ins heimische Wohnzimmer gebracht hat. Und dort konnte ich sie auch direkt anschauen und das erfassen. Also man muss diese Sachen auch anfassen dürfen und nicht nur vor einer Glasscheibe stehen und dann die Theorie zwar begriffen haben, aber das Gefühl nicht mitbekommen haben. Und ich habe mich da immer schon sehr reingehangen. Ja. Hast du als Kind schon eine Sammelleidenschaft gehabt? Gab es das schon? Eine Sammelleidenschaft habe ich nie entwickelt. Aber buddeln. Das stimmt, ja. Du hast... Ich wollte eigentlich Archäologe werden. Meeresbiologe oder Archäologe. Und was liegt näher, dann mit einem Spaten den heimischen Garten nach Kostbarkeiten aus längst vergangenen Jahrtausenden zu überprüfen? Das war sehr wie cool, ist das? Bist du im heimischen Garten der Eltern denn fündig geworden? Ja, meine Eltern haben mir viel Freiheiten gelassen. Und dazu gehörte auch, dass ich den Garten umgrabe, um unseren alten Hof
findet sich da wirklich einiges, weil man hat damals vieles einfach in den Garten geworfen, auf den Kompost, auch Krüge und Töpfe und sowas. Und ich habe dann wirklich angefangen, den Garten umzugraben und habe Tonscherben gefunden. Und zwar unter dem Fenster. Da hat mich meine Mutter noch darauf hingewiesen, dass ich da unbedingt graben soll, weil da die Küche war und da ich was finden werde. Und dann war ich stolz wie Bolle. Ich wollte Archäologe werden, habe ich für den absoluten Nonplusultra-Archäologe gehalten. Habe diesen Tontopf dann genommen, habe ihn wieder zusammengesetzt in Fitzelarbeit, 3 Stunden daran rumgewerkelt. Und als er dann wirklich vor mir stand, war ich mega stolz. Ein paar Jahre später habe ich dann erfahren, dass mein Vater den gekauft hat, zerschlagen hat, da eingebuddelt hat. Was aber zeigt, wie sehr dein Vater, wie sehr deine Eltern dich geliebt haben, um dir einfach ein Erfolgserlebnis zu geben. Das ist wunderschön. Der ist leider beim Umzug verschwunden gegangen. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Er ist wahrscheinlich wieder im Garten. Und du vielleicht soll ich da noch mal graben. Jetzt ist der Erfolg, also ich gebe es zu, der Erfolg von Baris Ferraris war für mich erst schwer vorstellbar, weil ich sammle gar nichts. Ich finde Besitz einfach lästig und muss aber sehen. Ich auch. Du auch? Ja. Du auch. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sich geistig frei machen möchte und sich nicht so an materielle Güter hängt. Also, aber dann kannst, die sind ein Mittel zum Zweck für die Dinge und für die Erfahrungen, die ich machen möchte. Mhm. Und ich liebe meinen Beruf, ich liebe auch das Handeln und das Geld, was man damit verdient, aber es macht ein Stück weit frei und ich bind mir jetzt nicht noch diese Sachen ans Bein und sammle da irgendwas, sondern das kann alles von heute auf morgen gerne weg. Wenn ich aber dich jetzt fragen würde, ich als ein Flohmarkt-Novize, mich würdest du auf einem Flohmarkt schwierig treffen. Das ist nicht meine Welt, weil ich mir denke, brauche ich doch alles nicht. Aber was würdest du einem Flohmarkt-Novizen raten, worauf muss er achten? Wenn jetzt durch Baris Ferraris die Menschen angestachelt sind, letztlich wollen sie wahrscheinlich auch was kaufen und stellen sich dann bei euch vor und sagen, guck mal hier, kann ich nicht Kandidat werden? Also da muss man sagen, wenn man jetzt natürlich Sammler ist, dann sollte man natürlich einen richtigen Riecher haben. Dann sollte man auch, also gut, die Sammler wissen ja, wie Dinge auszusehen haben, wenn sie original sind. Man sollte ganz bei Zeiten aufstehen, dann macht man die besten oder findet man die besten Dinge. Die sind dann allerdings auch etwas teurer, weil der Markt ja gerade erst angefangen hat. Also wenn man jetzt irgendwas sucht, so random für seine Wohnung oder so, dann lieber fast bis zum Schluss warten, dann den Markt stürmen, gucken, was es so gibt und warten, bis die Leute einpacken, die Händler, und wenn die einpacken, dann kriegt man den besten Preis, weil kein Händler will seine Sachen wieder mitnehmen. Thomas ist ja an seiner Arbeit sehr innovativ, aber hast du gleichwohl ein Faible für das Alte, für Flohmärkte? Ist das etwas? Nicht für das Alte, für Flohmärkte, aber ich durfte ja bei euch in der Sendung schon ein ABBA-Autogramm verkaufen, ja, was mir schwer fiel. Ich habe es in der Promi-Ausgabe für 3.000 Ocken habe ich es rübergekriegt. Ne? An die Kollegin. Genau, an die Kollegin. Und mir macht die Sendung nämlich wirklich Spaß, weil ich finde, es geht gar nicht so sehr um jetzt Sammeln oder Horten oder sowas, sondern man will ja auch sehen, was jeder denkt, was es wert ist. Und dann kommt ja schon die strenge Expertin und sagt, naja, und dann kommen noch die Gesichter und dann steht man da mit seiner kleinen geschnitzten Mühle und denkt sich, ne, ja, die starten immer so schön im Regal und dann sagen sie, ja, ich fange mal mit 5 Euro an. Und das ist ja das, was man bei der Sendung so liebt, auch die Demütigung, die man da erlebt. Ich habe 3 Original-Autogrammkarten von Neil Armstrong. Okay. Und ich habe auch etwas mitgebracht, wenn Sie können es vielleicht später anschauen. Klar. Wir können es gleich machen. Also, ja, Graham. Händlerkärtchen. Ich muss sagen, ich finde die Show absolut fantastisch. Ja. Es ist faszinierend. Und das ist meine Frau hat es mir gegeben. Amerika so rüber, nach England und dann nach Deutschland. Ja, aber meine Frau hat eine echte Gräfin in ihrer Familie. Ja. Und ein Ducameray oder etwas in dieser Art. Okay. Ob das etwas gut ist oder vielleicht die waren beim Aldi. Ja. Aber jetzt wie in der Sendung erstmal sehr skeptisch gucken, so ein bisschen ausatmen, so negativ ausatmen. Ja, genau. Davon gibt es ganz viele. Ja, gut. Genau. Ja. Woran erkennst du den Wert? Also der Blick eines Antiquitätenhändlers geht erstmal auf die Rückseite. Weil da findet sich dann die Punze, die Signatur oder sonstiges. Hier kann ich schon mal sehen, das ist kein Gold.
Oh. Es ist aber ein sehr schönes. Muss weiter singen. Es ist ein sehr schönes Kreuz, ein altes Kreuz, so um 1900 gefertigt. Alle Steine, das sind Granatsteine oder Granate, die sind alle noch da und in der Form ist es absolut ansprechend. Und deswegen ist das ein schönes Objekt. Granatschmuck geht eigentlich nicht mehr, aber dieses Teil finde ich wirklich schön. Was könnte Graham erwarten? Also jetzt mal. Kann er aufhören zu arbeiten für den Rest seines Lebens? Ja, wenn es jetzt in Gold gefasst wäre, dann wäre es natürlich ein Highlight. So ist es in Messing. Das gibt es schon häufiger, aber die Form ist sehr, sehr schön. Und wenn sich dafür jemand interessiert, kann man da schon so 200, 250 Euro für verlangen. Gucke. Ja. Ja. Du hast mehr gehofft, Graham, es gibt ehrlich. Ja. Hier bin ich jetzt auch wieder auf der Suche nach Stempeln. Das ist immer ganz wichtig beim Schmuck. Ist aber auch keine Goldkette. Und das gehört so nicht zusammen. Die Kette ist jünger als das Schmuckstück. Das ist. Das war doch beim Aldi. Das kann man auch netter sagen. Ich bin Realist. Ja, ja. Aber es ist dann. Ich glaube noch nicht mal, dass es ein Kettenanhänger war, sondern ein Teil eines Colliers wahrscheinlich. Ist ein bisschen gebastelt, das sieht aber man auch in der hinteren Öse. Ja. Ja. Vielen Dank. Das ist nicht so interessant. Und diese kleinen Bildchen hier, das sind so Andenkenbildchen, die gibt es auch sehr, sehr häufig. Ja, komm, das kann man. Aber nicht. Das Kreuz ist toll. Ja. Danke schön. Also, ich glaube, Michael, du hast auch was mitgebracht. Ne? Ich sammle, ich habe meine Südamerika-Reise gemacht, 7 Monate, 1978. Und da habe ich angefangen, weil da sehr schönes südamerikanisches, in Argentinien, sehr schönes Silber, große Teile auch. Und dann über Silberkannen, meine Frau hat mir dann irgendwann mal so eine kleine Silberkutsche geschenkt. Und das ging dann über Jahre und da habe ich jetzt 40 davon, große, kleine, also es ist eine kleine. Ja, das war. Das wird so, also das ist gestempelt und alles ist also Silber. Ich nehme an, wir haben uns vorhin unterhalten, das wird so aus dem Jahre. Man sagt, meine Frau meinte 1910, er meinte 1950, er hat wahrscheinlich recht. Ja. Egal, es gefällt mir, darum geht's ja. Das ist schwer zu sagen. Ich will's nicht verkaufen, weil man sondern die damals so gefertigt hat. Also der Entwurf ist von 1920, würde ich sagen, die Ausführung aber von 1950, 60, so in der Richtung. Es und ist es Silber. Ist gepunzt hinten. Ja, ich kann die Punzen jetzt leider nicht lesen, weil sie etwas verschlagen sind. Lupe, gepunzt ist der Stempel. Genau. Ja, es sind immer mehrere. Es sind mehrere. Der Hersteller, das Land, das Jahr. Der Feingehalt und so weiter. 800, der ist dann das übliche. Bei genau. Was war der höchste Preis, den du je investiert hast? 12.500 Euro. Wofür? Für eine Münze. Für so eine kleine Münze. Und hast du die wieder verkaufen können? Ja. Für wie viel? Also ich habe mich mit einem Händlerkollegen reingeteilt. Wir wussten nicht so richtig das Risiko einzuschätzen. Und damit wir uns dann einfach das Leid vielleicht am Ende teilen können, haben wir gedacht, teilen wir uns auch den Preis. Haben jeder 12.500 Euro gegeben, also 25.000 insgesamt. Und haben sie dann mit Ach und Krach für 27 verkaufen können. Bei Münzen ist das Problem. Man muss sich unter dem Mikroskop anschauen. Okay. Das war eine Münze, die kostet normalerweise 250.000 Euro, aber mit jedem Kratzer, der da drauf ist und wenn er noch so klein ist, kann man einen Tausender abrechnen. Oh, die war halt mal gefasst in Schmuck, die wurde ständig poliert, die war von 1648, ganz viele Münzen wurden eingeschmolzen, also ein Glück, dass noch da war. Aber 25.000 oder dann die 27.000, das ist so der letzte Preis gewesen, den man dafür hätte erzielen können. Gibt es eigentlich Trends? Ich habe vor Jahren hieß es, Antiquitäten laufen nicht mehr, Antiquitätenläden machten zu. Es gab eine Antiquitätenzeitung, die wurde eingestellt. Man hatte den Eindruck, in einer mobilen Gesellschaft kauft keiner mehr große, teure Antiquitäten. Wie ist das zu erklären, dass plötzlich so ein gegenläufiger Trend da ist? Durch Bares für Rares wahrscheinlich. Das hoffe ich zumindest. Also ich kann mir vorstellen, dass wir mit dem Format wieder so ein bisschen die Leute animieren. Und dazu aufrufen, dass Antiquitäten durchaus haltbar sind, sehr, sehr schön, absolute Sammlerobjekte. Und selbst wenn man sie jetzt nicht nur in die Vitrine stellen möchte, man kann sich damit super einrichten. Du sagst ja auch, dass es fast eine Einstellungssache ist, eben nicht was Neues aus Plastik zu kaufen oder irgendwas aus Pressspan, was eben schlechter verarbeitet ist, sondern etwas zu nehmen von diesem ganzen Fundus, der schon auf der Welt sich befindet. Ja, und vor allem bin ich immer ein sehr gesundheitsliebender Mensch und diese Sachen aus dem schwedischen Möbelhaus oder sonst woher sind halt neu und die dünsten aus, zum Beispiel wenn man sie in die Wohnung stellt. Mhm. Die sind voll mit Chemikalien. Bei Antiquitäten ist schon alles raus seit 100 Jahren und das führt zu einem sehr guten Wohnraumklima.
Darüber hinaus haben sie Charme. Sie sind meistens Echtholz, meistens sogar Edelhölzer. Die durfte man eben damals noch abbauen. Wenn man das heute macht, bin ich nicht, also absolut dagegen. Aber damals war das so gang und gäbe. Und sie sind sehr schön verarbeitet. Und ich finde, wenn man dafür wieder den Blick schärft, ist das ganz gut. Und den geschärften Blick hat Thomas Gottschalk, wie ich höre, der angerufen hat und Interesse hatte an? An einem Gemälde. An einem Gemälde. Er hat schon mal bei uns angerufen, hat eine kleine Statue gekauft von jemandem. Also er ist ein riesen Sendungsfan, er liebt Baris Ferraris. Und jetzt möchte er von mir ein Gemälde kaufen. Also ein Antipathenliebhaber. Wenn Gottschalk euch liebt, also mehr geht eigentlich jetzt gar nicht. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass du da warst. Du hast mir viel erklären können und wir haben was. Fabian Kahn, meine Damen und Herren. Wir sind eins. ARD.